Wir werden als Jugend in Europa unserer Zukunft beraubt. Jeder sechste junge Mensch in der EU ist ohne Arbeit. Die Jobs, die es gibt, sind befristet. Der Lohn reicht nicht zum guten Leben. Besonders dramatisch ist die Situation in Südeuropa. In Griechenland, Italien und Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit sogar über 30%. Politisch sein heißt, die Welt und ihre Zustände nicht so zu akzeptieren, wie sie sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Jugendlichen die großen Verlierer der europäischen Krise werden. Wir dürfen die Zukunft Europas nicht den neoliberalen Eliten und rechten Hetzern überlassen. Letztendlich möchte ich, dass wir alle als Europäerinnen und Europäer, als selbstbestimmte Menschen miteinander leben können. Liebe Genossinnen und Genossen, erteilt uns als Jugend die Verantwortung, das neue Europa mitzuprägen. Es reicht nicht, dass uns als Jugend nur zugehört wird. Wir müssen auch dazu gehören.